angedeutet habe, würde ich ganz kurz eine Erklärung abgeben, auch wenn das nicht auf der Tagesordnung steht. Deswegen vor Eintritt in die Tagesordnung und bitte da auch um Ihr Verständnis. Ja, sehr geehrte Mitglieder des Stadtrates, liebe Dresdnerinnen und Dresdner, die Frage, wie wir mit Menschen in Not umgehen, ist die Nagelprobe für uns alle. Dieser Satz gewinnt im Moment ständig an Aktualität. Als ich vor kurzem die Hauptversammlung des Deutschen Städtetages in Dresden eröffnete, forderte ich eine andere Qualität der Zusammenarbeit zwischen Bund, Ländern und Gemeinden ein. Unkoordiniertes Kommunizieren, Hin- und Herschieben von Verantwortung sah ich als Gefahr für die Gesellschaft und Nährboden für die Unzufriedenen und Radikalen. Eine neue und ehrliche Debatte über Migration und Zuwanderung galt es zu führen. Wie schnell und mit welcher Wucht wir diese Debatte nun vor Ort führen müssen, konnte ich zu diesem Zeitpunkt nicht erahnen. Wir haben in der Flüchtlingsdebatte anscheinend zu lange über Probleme diskutiert, statt über die Menschen dahinter. Flucht und Asyl kann man nicht verwalten. Menschen sind keine Vorgänge, Objekte oder Probleme. Am 23. Juli 2015 erreichte dieses Haus durch einen Anruf beim Beigeordneten Kollegen Seidel die Nachricht, dass eine Zeltstadt für bis zu 1.000 Personen errichtet wird. Sofort boten wir jede denkbare Unterstützung an, nicht weil wir an Zelte glaubten, sondern um den Menschen zu helfen. In wenigen Tagen leisteten DRK, THW und viele andere Helfer, Dresden für alle und Ausländerrat, was möglich war, errichteten sowie betreiben diese mit größtem Engagement und persönlichem Einsatz. Ihnen, liebe Helfer, danke ich mehr als würde es ausdrücken können. Doch in meinen Augen ganz so überraschend war die Zuteilung der Flüchtlinge an den Freistaat Sachsen nicht. Die Fachämter des Hauses unterstützen seit über einem halben Jahr den Freistaat beim Auffinden von Flächen und Immobilien. Mehrere Interimslösungen wurden vom Freistaat nicht weiterverfolgt, warum auch immer. Aufgrund der Vertiefung des Themas in der nächsten Stadtratssitzung aufgrund des Antrags in der Aktuellen Stunde und auch eines Antrages der CDU-Fraktion werde ich mich heute zu diesen und zu anderen Fragen nur kurz äußern. Lassen Sie mich heute zunächst zwei Fragen stellen. Erstens, wie kann es sein, dass es mitten im Herzen Dresdens einen Ort gibt, in dem Menschen bei bis zu 40 Grad in Zelten untergebracht sind? Ein Ort, in dem Kinder auf Schotter spielen müssen. Wir alle wissen, das darf nicht unser Maßstab sein. Während des Wahlkampfs war eine meiner zentralen Aussagen von mir als Oberbürgermeister, bin ich unabhängig und damit ausschließlich den Dresdner Bürgern verpflichtet. Lassen Sie mich das präzisieren. Ich sehe mich allen Menschen verpflichtet, auch wenn diese formell durch den Freistaat Sachsen untergebracht wurden. Ich kann und werde es nicht akzeptieren, dass unser Heimatland, eine reiche Industrienation mit 81 Millionen Einwohnern und einem Bruttoinlandsprodukt von rund 3 Billionen Euro, sich überfordert gibt, in diesem Jahr 400.000 bis 450.000 flüchtende Menschen angemessen unterzubringen. Ich werde mich künftig noch mehr dafür einsetzen, dass Menschen in Not, gleich ob Bürger, Einwohner oder Flüchtling, schnellstmöglich
unter einem Dach leben, welches dem Namen verdient. Solange es noch freie Gebäude des Bundes, des Landes, der Kommunen, der Kirchen oder von privat gibt, müssen diese vorrangig genutzt werden, bevor Gedanken, Zeit und Geld in Zelte und Turnhallen fließen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, Zelte sind aus meiner Sicht allenfalls als Notlösung denkbar. Zweitens, wie können wir die Gesundheitsversorgung verbessern? Es kann nicht unser gemeinsamer Anspruch sein, dass es mitten im Herzen Dresdens einen Ort gibt, an dem kranke und schwache Menschen durch den Staat nicht ausreichend versorgt werden. Ein Ort, in dem eine halbwegs ausreichende medizinische Versorgung nur funktioniert, weil Ärzte und Pflegekräfte bis in die Nacht freiwillig helfen. Wir werden deshalb schnellstmöglich 3 Ärzte, 3 Krankenschwestern aus dem Gesundheitsamt auf die Bremer Straße schicken, sobald der Freistaat Sachsen endlich zusätzliche Sanitätscontainer zur Verfügung gestellt hat. Ich bin auch ganz ehrlich, dass wir für die Bevölkerung zu Verzögerungen bei Untersuchungen und Begutachtungen führen, sowie erhebliche Aufwendungen verursachen. Aber die Menschen in Not müssen uns das wert sein, meine Damen und Herren. Ohne, und das betone ich ausdrücklich, ohne die ehrenamtlichen und professionellen Helferinnen und Helfer, welche zu allen Tages- und Nachtzeiten mit großem Engagement vor Ort sind, wäre das, was eine zivilisierte Nation ausmacht, Betreuung, Mitmenschlichkeit und Nächstenliebe in der Zeltstadt nicht zu finden. Meine Damen und Herren, diesen Helfern sind wir tausendfach zu Dank verpflichtet. Auch wir, die Landeshauptstadt Dresden, mussten beim Thema Flucht und Asyl vieles dazulernen und lernen noch heute. Doch eines haben wir verstanden: auf die Bürger zugehen und zuhören. Dresden hat eine umfassende Bürgerinformation zum Thema Asyl aufgebaut. Im Internet, Telefon, über die Asylhotline, in Bürgerversammlungen, bei den Gremien des Rates vor Ort, in den lokalen Verwaltungseinheiten. Überall kann man sich informieren und wird aktiv mitgenommen. Zur Ehrlichkeit gehört aber auch, dass nicht immer, auch wenn Bedenken ernst genommen werden, im Abschluss einer Standortprüfung Entscheidungen fallen, welche die Bürgerinnen und Bürger vor große Herausforderungen stellen können. Dass diese nicht geringer werden, zeigen die aktuellen Prognosen. Gut 2.600 bis 3.000 Menschen werden uns nach derzeitigen Prognosen bis Jahresende zugewiesen. Für die Beschäftigten der Stadtverwaltung eine große Herausforderung, gerade da die Zuweisungsprognosen sich regelmäßig nur in eine Richtung, nämlich erhöhen nach oben. Auch unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gilt mein Dank für ihr großes Engagement, gerade von Zeiten von Personalkostenkürzungen. Erschwerend kommt hinzu, dass Bund und Länder ihre finanzielle Verantwortung uns gegenüber nicht ausreichend nachkommen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich fordere deshalb: erstens, der Freistaat Sachsen muss aufhören, Probleme zu verwalten, sondern rechtzeitig informieren, gemeinsam mit den Kommunen menschenwürdige Unterbringungsmöglichkeiten zu finden und die notwendigen Mittel zur Verfügung stellen. Das Problem darf nicht weiter auf den Rücken der Schutzzonen und Kommunen ausgeweitet werden. Zweitens, ich fordere alle Dresdnerinnen und Dresdner auf, dem Beispiel der freiwilligen Helfer von DRK, THW, Dresden für alle, Ausländerrat und in vielen anderen ein Beispiel zu nehmen und selber sich zu engagieren für eine gute Integration unserer Neubürger. Sonst bestehen wir die Nagelprobe nicht. Vielen Dank. Somit.